Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Cornel. Grüßt euch. Ich walke hier gerade durch Würzburg City. Da kommt gerade ein Auto, aber scheiß drauf. Wir lassen uns einfach mal nicht beirren. Ich bin noch ein bisschen, fühle mich noch ein bisschen komisch, wenn jetzt so jemand kommt. Was sage ich denn dann? Aber ist ja egal. Ich wollte euch nur mal kurz wissen lassen, was denn momentan so bei mir los ist. Kam jetzt schon wieder 2 Tage keine Videos. Dabei habe ich sogar ein Video auf der Platte mit Red Noser. Das kommt dann morgen wahrscheinlich oder so. Mal schauen. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Nicht, dass mich jemand sieht. Ne? Ich laufe hier gerade an so einem Parkhaus vorbei. Ist vielleicht nicht die beste Stelle, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte gestern ein Referat in der Uni und habe am Donnerstag eine Stunde im Praktikum und die muss ich halt vorbereiten und das macht mich ein bisschen nervös, weil ich nicht so die ganz krasse Peilung habe, aber es läuft alles ganz gut. Ich habe gerade meiner Praktikumslehrerin meine Aufzeichnung geschickt und warte gerade auf ein Feedback und da dachte ich mir, gehst du mal eine Runde spazieren, ein bisschen, vielleicht hole ich mir gleich noch irgendwas bei Mc's, ein Cheesy oder so, mal schauen. Irgendwas Kleines für zwischendrin oder so für den Abend quasi, so 1-2 Cheeseburger mal gucken und guck dann, ob sie mir eventuell geantwortet hat. Und ja, da dachte ich mir, nehme ich euch doch mit und laufe hier einfach mal durch Würzburg City. Genau. Und mache einen kleinen Vlog, was ich ja sowieso öfters machen wollte. Und vielleicht ist das auch der Startschuss in eine bessere Zeit. Nee, ich werde hier nun wieder mal was machen. Je nachdem, wie ich Lust habe, wie ich mich traue. Ich hoffe, man sieht mich. Ich glaube schon. Ich werde morgen früh wahrscheinlich zum Friseur gehen. Das bedeutet, dass ja, dann endlich diese Haare abkommen und ich nicht mehr blond bin. Okay. Da ist gerade jemand an mir vorbeigegangen. Ich glaube, jetzt denkt er, ich bin dumm. Aber ist egal. Damit leben wir einfach. Ja, dann morgen früh will ich zum Friseur und endlich diese Haare abmachen lassen. Die gehen mir so auf die Nerven. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, war heute nicht viel los. Wie gesagt, hab nur in der Wohnung gesessen und diese Scheiße für die Uni gemacht. Aber wird schon. Bum, bum, bum. So, da bin ich wieder. Wieder am Parkhaus hier, am Grinden. Ist eigentlich ganz cool hier. Ist nur so dunkel, ich habe keine Ahnung, ob irgendwo Menschen sind, aber scheiß drauf. Es sind ja gerade 2 Leute an mir vorbeigegangen bei der letzten Szene. Das war schon ein bisschen komisch irgendwo, aber auch gar nicht so schlimm. Meine Güte, ich labe halt in die Kamera, weil ich das kann. Ne? Ist mein Job, sage ich dann. Ich bin vorm Fernsehen. Nee, gut. Was gibt's sonst zu sagen? Ja, wie gesagt, ab Donnerstag fällt ziemlich viel Bams Druck von mir ab. Und dann kommen zwar nochmal 2 Klausuren, aber ja, mal schauen, ist auf jeden Fall viel Druck weg. Das kann ich euch sagen. Und deswegen bin ich da relativ froh. Ich hoffe, dass ich aber morgen schon wieder Videos bringe. Vielleicht filme ich morgen auch nochmal so ein Vloggy-Vlog-Vlog. Kommt jetzt ein Auto. Ja, vielleicht mache ich morgen auch nochmal so ein Vloggy-Vlog-Vlog. Mal gucken, keine Ahnung. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich bin dabei. Es wird auf jeden Fall bald gut auf meinem Kanal. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich bin momentan in so einer Phase, wo ich mich selber finde und oder wieder finde. Und ich verstehe momentan ziemlich viele Dinge, die ich getan habe, warum ich sie getan habe und was ich dagegen tun kann. Ich hoffe, ich gucke immer in die Linse. Ich gucke immer an. Ja, und ich verstehe momentan sehr viel von alledem und mir geht es relativ gut. Um ehrlich zu sein, geht es mir ziemlich gut momentan. Natürlich, ne? Dann kommt wieder so diese Uni mit dem Druck und so, bam, in your face, aber das ist auch okay. Ich meine, das gehört zu mir und ja, ich muss irgendwie beides momentan handeln und
Aber beides liegt so ein bisschen in Schutt und Asche. Wobei mein Kanal jetzt nicht in Schutt und Asche liegt, aber läuft halt nicht so 100%. Und ab Donnerstag kann ich mich aber auf meinen Kanal konzentrieren. Und dann kann ich peu à peu alles wieder aufbauen, was ich Doofkopf kaputt gemacht habe. Und ja, wenn das dann alles vorbei ist, auch die Klausuren, dann soll auch wieder das Fitnessstudio starten. Da hatte ich dann auch vor, so die Wege zu vloggen, hin und zurück oder so, hin und wieder mal, wenn ihr darauf Lust habt. Gucken wir mal. Gut, ich lasse mal kurz die Autos vorbeifahren. Und ich komme jetzt wieder an die Hauptstraße. Ich würde einfach sagen, ja, keine Ahnung, das war mal so ein kleiner Versuch. Wenn ihr den seht, keine Ahnung, hat euch das gefallen? Das ist, wie gesagt, ich habe heute, ja, ich bin gerade draußen und rede einfach. Da vorne ist wieder ein Mensch, aber egal. Gut, ich verabschiede mich bei euch. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann. Ja, entweder in einem Gaming-Video oder in so einem Video. Auf jeden Fall morgen hoffentlich. Und ist ziemlich dunkel hier. Tschüss! Und bevor ich es vergesse, schöne Grüße an meine Mama. Ich hab dich ganz doll lieb. Tschüss!